Ich kann das sehen. Hey, hier ist ein Explorer-Node. Hand ich gar nicht. Obwohl, ich brauche eigentlich keine Sniper. Ich habe einen Kombombo. Was? Nee, ich allgemein. Optimistisch. Ja, ich treffe ganz genau. Aha. Nee. Aha. Energie. Ja, ich brauche keine Sniper. Ich habe einen Kombombo. Da hinten ist einer. Warte. Schuss kommt. Wenn er jetzt da bleibt, dann stirbt er. Genau. Nicht mal dann. Das kommt gleich in den Kommentaren. Ja, kann man auch schaffen. Das ist ja sowieso das Geilste in meinen YouTube-Kommentaren, wie einfach alle immer die Experten schlechthin sind. Ja, sowieso. Jeder weiß alles, wie es geht. Ja, natürlich. Ich muss doch gucken, rein beim Raiden zu sagen, boah, das hätte ich viel besser geschafft. Das habe ich auch gelesen bei dem einen Raid, wo er gemeint hat, das hätte ich mit 3 Leuten und 2 T-Rexen geschafft dagegen, gegen Dings. Ja, halt's mal, geht nicht vergraben. Das hätte man auch locker schaffen können, nur die hatten so viel Turret-Money einfach da in dem Moment drin. Ja, aber das haben sie anscheinend nicht gesehen, gefühlt. Ja, das ist halt auch Kommentar. Das, was wir zum Schluss gemacht haben, ne, hätten wir uns das ganze Getränke vorher sparen können. Dann hätten wir die Muni lieber mitnehmen können. So, nachdem das einfach nach 20 Minuten immer noch nicht leer war, haben wir uns halt dann für einen anderen Weg entschieden, der dann auch gerade so geklappt hat. Mir hat mir den Kopf weggeschossen und ein Turret hat mir von oben auf den Kopf geschossen. Ich war fast tot. Ich wollte gerade sagen, man hat's gesehen, war's komplett am... Ja, weil die ganze Zeit der Typ da neben mir rumgetanzt ist, mit der Flinte auf mich geschossen hat. Ja, und dann bist du irgendwann aus seiner Deckung raus. Ja, und dann das C4, was einfach nach oben hinweg gebackt ist. Ja. Legst nach vorne auf einmal weg. Ja, das nochmal. 3. Ja, genau. 3 C4 pro Wand. Zack, 1 weg. Was brauchst du denn jetzt hier noch? Kisten? Mal, wird das gerade Nacht? Ich glaube, da haben wir gar keinen Platz zum Lager. Aber das ist gut, dass es Nacht wird. Nein, das ist nicht gut. Doch, das ist sehr gut, weil die dann mein Terrorbird vielleicht nicht direkt finden und ich in der Nacht vermutlich dann fertig bin. Jetzt kann ich eigentlich schon wieder runter. Ich glaube, ich gehe gleich einfach mir nochmal ein Terrorbird hin. TT, Terrorbird hin. Sowieso aktuell jeden Stauraum mitnehmen, den man kann hier in der Base. Wie viele Parasites haben wir jetzt? 3? 3 und bald ein kleines. Okay. Max kommt geflogen. Ich denke, ab jetzt können wir dann, also vielleicht heute noch mal was brüten, aber ansonsten ist das Brüten vermutlich erstmal sekundär. Die Viecher wahrscheinlich nicht mehr auswachsen werden erstmal. Hey, ich bin da voll dabei. Was? Du denkst, dass sie so schnell beenden werden, das Projekt? Und dass es auf jeden Fall vorher Action geben wird. Lol, was fliegt mir denn da jetzt hinterher? Was zum Fick war das? Mikroraptor. Nee, das hörte sich gerade an wie Capro. Im Schneegebiet. Ja. Und das war so ein Buddelvieh. Wollen wir Pheromon-Darts machen? Ja. Können wir machen. Warum? Wofür? War eine Frage, weil ich gerade Ammonites hier auf dem Boden sehe, die ich töten könnte. Ja, probier's. Aber du weißt nicht, dass du, wenn du dir angreifst, Rage-Buff. Was läuft denn hier falsch? Ich habe hier 5 Alus stehen und 3 haben diesen Dudelbuff. What the fuck? Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Das sind halt die Alus. Die können sich nicht entscheiden. Ja, OP, OP. Da kommt ein gelber Drop. Weißt du, die wählen demokratisch, wer der Führer ist, aber am Ende sind sie alle Führer. Außer die Lobobs. Die werden ausgeschlossen. Genau. Die haben kein Wahlrecht. Ja. So, Garde, ich bin mal wieder bei der Höhle, mal gucken, ob sie wieder da sind. Das wäre halt einfach mega, also die ganze Zeit die abzufahren, also das wäre halt mega. Aber passt auf in der Käfe, also bei mir leckt es hier. Ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt gerade leckt aktuell. Geht. Merke ich nicht. Unter Wasser merkst du es recht. Meinst du jetzt in der Ice Cave oder was meinst du? Nein, Unterwasser Cave. Also in der Ice Cave, wenn du gerade am Fallschirm hockst oder... Fuck! Ich muss durch Stargate zurück. Ich bin gerade am Stargate, ich habe kein Insektenschutzmittel mitgenommen, ich Vollidiot. Bei der Höhle war gar nicht so. Ja, schön. Ich komme jetzt. Wie viel? Wann brauchst du Stein? 1 oder 2. 1 oder 2, okay, Moment. 1 oder 2. 1, 2 oder 3. Onyxe. Die Onyxe nicht. Also die ich habe gerade einen Rex durchgeschickt. Ja. Aus Versehen. Level? Weiß ich nicht. Ist da durchgerannt. Kann es mal wieder Tag werden. Gleich da. So, ich bin unten bei unserem Fluss wieder. Was ist der Rex? Ah, Level 16.
Kommst du runter oder muss ich zur Base hochlaufen? Ja, ich komm. Gucken, ob die Smiley Group schon wieder so gut vertreten ist im, im Redwood. Danke dir. Oh, Orangener Drop dann. Bei welchen Orangen meinst du? Den beim Lilanen. Ja, da würde ich aufpassen, das ist einer von Smiley Group. Da bin ich gerade auch in der Nähe. Oh, bist du in der Nähe? Dich unterstützen. Redwood, da bin ich. Redwood, der. Ja, da bin ich auch gerade. Da läuft ein Funky Hunter Typ rum und zwei Funky Hunter, der wird konnte ich noch killen, aber den Spieler nicht. Ja, mal alles der killt und einfach nicht sagt, ne? Der ist weg, der Drop. Der Reicht versucht jeder? Da gerade einen Bär zu tamen, der Smile-Group-Typ. Pack ihn ab, schießt den Bär zwei, drei Mal an, dass er stirbt. Ja, die sind noch im Down-Schießen. Also er. Ja. Ne, ich meine, der Bär hat ja generell, wobei mit Darts geht das halt recht schnell, ja. Einfach töten. Oh, ich sehe selber gerade nicht viel. Nee, ich hab. Wo bist du denn? Bist du direkt bei Redwood auf der Seite? Da, wo der goldene Drop runterkommt. Ja, aber. Bei der Kreuzung. Ist nicht mehr da. Ach, doch, da ist er. Der ich Kreuzung. Bin fast direkt neben dem. Dann bist du blind. Todesmeldung mit 5. Und. 4, 3 und. Punkt. Und genau derzeit spoilt bei mir vielleicht. Hm. Oder hätten sie ich Schadenzorn, rote? Ja, das ist der den Bane-Tame. Ich hoffe ja jetzt nicht, dass hier irgendeiner in der Höhle hockt und die Höhle campt. Kannst du machen, also ich seh grad noch nicht viel. Denke ich nicht. Nee, der rennt da ja auch mit Terrorbird rum. Ja, ja, der flattert hier rum, hin und her. Wo denn? Ach, da ist er. Ich versuch Saber-U-Boot zu spielen, aber. Wenn der Bär liegt, dann hau ich den ein paar Pfeile rein. Ah, ich seh dich da. Ja, ich bin im Wasser, ja. Ich seh Huni. Die Richtung ist auch der Typ mit dem Terror. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Der war hier vorne. Pass aber auf die Trollons, ey. Ah, oh, es wird da. Da oben ist er. Wo ist der? Nein, das wird da. Hier oben. Ich weiß gerade nicht, wo ganz. Ich find wieder den Höhleneingang nicht, Alter. Ja, der ist so ein bisschen tricky. Ich hab immer das Gefühl, ich lauf. Ich muss den eigentlich aus der Ferne irgendwo sehen, dann weiß ich, wo ich hin muss. Wenn ihr dann alle ungefähr an der Base seid, dann sagt mal Bescheid, weil ich kann dann einige Turrets craften. Da bei dir drüben. Ich bin dem direkt in die Arme gelaufen. Den Bären haben sie schon getaped, wie es aussieht. Oh, er hat mich mit dem Schockdank getroffen. Dann helfen wir uns. Komm weg, ich hab's jetzt zum Glück. Ja, oh verdammt, Medic Pro hab ich auch nicht da mehr. Oder ist hinter dir her, hierher? Also mittlerweile kann ich schon wieder mindestens 20 Medic Pro da. Oh, hier ist er. Ich hab's gerade gesehen, hey, der sah richtig fies. Ich hab gerade eine Eishöhle 50 dabei. Jo, ja, ist auch gut so. Oha, jetzt muss ich weg, glaube ich. Ja, versuch wegzukommen. Wir sind mir ein paar viele Wölfe, die Bock auf mein Terrorbird haben. Hau ab, Lauritz, nein, komplett. Ja, ich gehe auch gerade ein bisschen weg. Ich gehe doch lieber mit dem in die Höhle rein. Ja, alleine hier rum tanzen. Sag ich doch. Der Bär ist schon. Ja, da kommt er mit Sabertooth, der kommt hinter dir her, Michael. Oder Honey war das? Ja, ich bin einer mit Sabertooth, aber der Dings kommt hinterher. Oh ja, der Terrorbird kommt hinterher. Ich würde sagen, der Terrorbird kommt immer noch hinterher. Oh, der ist immer noch hinter euch. Ich bin hinter einem Terrorbird. Warum rennt ihr weg? Wir sind zu zweiter, wir sind zu dritt. Ich muss erstmal meine Rüstung tauschen. Achso, du bist jetzt hinter denen? Ich bin auch hinter dir. Das Wasser macht Schaden. Erschreck dich nicht, ich bin hinter dir. Uah. Was? Ja, ich sollte mich nicht. Egal, wo ich hier den Terrorbird hinstelle. Das war ein Leck.
Ich kann auch nicht meine Rüstung tauschen, ne? Der ist genau hinter mir her. Hier lasse ich ihn jetzt stehen. Versuch mich zu holen. Nee, der ist, glaube ich. Gerade holt er was Gescheites raus. Oh, der ist immer noch hinter mir. Erstmal versuche ich das Artefakt jetzt zu kriegen. Ich laufe den Fluss in Richtung unserer Base. Also okay, wir laufen. Bei Lila Drop bin ich. Ja, sagen wir so, wenn du einen roten Loot Crate siehst, auf jeden Fall ran da. Na, kann er am Rückweg. Ja, ja klar. Ich lege jetzt einen Schlafsack vorne vor, und die Leute Angst kriegen, wenn sie den Namen lesen. Wenn du nochmal schießt, bin ich tot. Ja, ich sehe den Terrorbird. Ist er noch hinter mir? Ja, ja, der verfolgt dich weiter. Der ist schneller Weg, ja. Und recht doof ist, rennt er mitten in die Tür rein. Ja, nice, da ist einfach schon im Eingang ein Wolf drin. Er ist noch hinter dir? Ja, war bei Dings, bei Happy Mirror das letzte Mal aus. Also da war aber direkt da, wo du unten durchklappst, war direkt ein Wolf. War direkt gebolert. Ohne irgendwas. Ist einer in der Base? Ich habe ja mal irgendwann gesagt, Alphas. Kann einer an der Base und am Strang direkt ins Lager kommen? Na, der folgt dir immer noch nicht stehen. Ich kann mich jetzt gerade auf nichts mehr konzentrieren, was du laberst, aber ich bin jetzt drin. Gut. Sorry, aber nicht. Nee. Nee, hat auch später Zeit. Nein, Scheiße. Geil, blaue Steinschneider Blueprint. GZ. Da hinter der. Weiß ich nicht. Ich werde mich jetzt aber nur auf die Drops konzentrieren, die ich auch wirklich kriegen kann. Da ist vorne vor uns. Blaue Chitinstiefel. Da steht der beschissen. Ja, Kollege, jetzt geht's den Kragen. Der rennt aber weg, ne? Einer neben uns. Ach, scheiße. Alter, hier sind so viele Wölfe in dem engen Gang drin, ne? Er ist im Wald verschwunden. Dann wird er ist schon weg. Welches Level war der Bär? Ja, 116 auf jeden. Ich habe rote Gilly-Stiefel gerade bekommen. Blueprint. Was klingt gut. Ich kann aber auch nur 100 Armor haben. Ja, genau, es ist halt Gilly. Ja, lass doch mal wieder ins Web, oder? Warte, ich mach in meine Rüstung. Ja, muss auch neu erstatten. Nimm meinen Saber dann. Raketen einpacken. Kriegst du roter Loot? Ja, kriegst halt einen Terrorbird, kriegst halt echt scheiß getroffen. Fuck! Wo der in der Luft ist. Alter! Wieso hab ich die ganzen Fledermäuse hinter mir, Alter? Was soll denn das? Was für eine Armada da kommt, ey! Leck mich! Hat Marginal eigentlich so ein Reittier empfindet, irgendwie sowas, oder gar nicht? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Dein Baryonyx war empfindet. Ja, wow. Doch, er hat den Tylakuleo, der hier unten steht, 120 Grad, der empfindet. Okay. Das ist erst 0%, das dann konnte man printen. Ey, komm mal zu mir. Er ist Race by Dunar. Du gehst eben kurz rein. Ja, ich muss kurz rein. Also, Fakt habe ich. Ich habe 2-3 Drops gelootet. Ja, da könnte sich dann mal, wenn jemand, wenn ich dann die Chivets crafte, sich dann mal jemand draufsetzen. Ich glaube, das ist noch nicht fertig, oder? Der hat keinen Sattel. Der ist fertig, ja, dann, aber. Ja, dann baue ich einen. Komm mal her. Ich glaub, okay, die Fledermäuse so habe ich jetzt nicht aggro. Wer hier jetzt ohne Insekten reingeht, ne? Ich seh, achso, da oben drauf. Der backt so ein bisschen. Einfach mal hingelandet, so. Jo, passt. Moni, willst du direkt wieder mit, oder? Ja, warte, ich zieh mir meine Rüstung an. Ich hab auch, glaube ich, voll Armor. Was macht denn der T-Rex da? Das ist so eine bunte Rüstung. Ich wollte halt gucken, dass ich ihn eigentlich mit einem Schock da treffe, dann muss er ja. Ja, er hat mich ja mit dem Schock da. Ja, aber wenn ihr das hier auch mit Schock da trifft, ist halt auch schon ganz schön. Ja, er hat mich getroffen und dann bin ich halt runter vom Tier und dann hat er gleich eine Rakete in der geballert. Hat mich aber nicht getötet. Hat er das Tier getroffen oder dich persönlich? Beides. Aber er hat mir nicht so viel abgezogen irgendwie, keine Ahnung warum. Nur so als Infogarte, was ich gerade sagen wollte, falls du jetzt zuhören kannst. Es geht, dann nicht so wirklich, noch nicht. Mich gerade konzentrieren. Ich lauf gerade wieder durch die enge Stelle, wo die 1000 Wölfe drin sind. Die 1000 sind es nicht, es waren 5, aber es ist trotzdem eklig. Du darfst halt nicht ein einziges Mal eingebackt werden, so eine Pelzrüstung ist halt instant tot. Ja. Erstmal alles durchladen. Ja, muss. Hat der keiner auch direkt auf mich zugesprungen danach, wo er wieder zurückrennen wollte? Oh, das ist Boah, fuck, war das close! Alter, 1000
tausend Wölfe, die auf irgendwas anderes eingeschlagen haben. Ich glaube, die haben versucht, einen Pinguin da in der Wand zu töten. Ein grünen Hero, ey. Bist du gleich fertig? Ich wusste gar nicht, dass man seine Haare auch an färben. Doch, kannst du. So, die Leiche noch einmal teabaggen. Ja, boah, das war eine doofe Idee. Und? Ich mache halt nochmal ein Teabag auf der Leiche ganz am Ende und auf einmal drehe ich mich um 5, 6 Wölfe direkt am Arschen. Du bist jetzt durch? Ich laufe jetzt nach draußen, ja, und nehme jetzt meinen Schlafsack mit. Als Rakete, zack, tot. Bist du fertig? Ja. Dann sage ich dir jetzt, wir können große machen. Und dir Gasmasken in Massen. Ist schon los? Nein, warum Gasmasken in Massen? Da bist du. Ich habe einen Alpha. Achso, ja, dann können wir los, oder? Was denn? Alpha-Kraken getötet. Der war Level 8, der hat sich kein Mal gewehrt. Ja, oh, nice. Wie viel, hast du jetzt Tentakeln und das Zeug gekriegt, oder wie? 100 Tentakel, 100 Absorbband und eine lilane Fishing Rod. What? Möchte einer angeln gehen?